Schwarze Löcher, Gravitationswellen, die Expansion des Universums und die Krümmung von Lichtwegen durch große Massen zählen zu den erstaunlichsten Vorhersagen Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Einige dieser Vorhersagen, wie die schwarzen Löcher oder die Gravitationswellen, galten über 100 Jahre lang als rein mathematische Theoriegebilde. Letztendlich konnte jedoch jedes einzelne dieser Phänomene tatsächlich in der realen Welt gefunden werden. Im Jahr 1960 zeigten zwei Mathematiker dann, dass Einsteins Theorie nicht nur die Existenz von schwarzen Löchern, sondern auch die Existenz von weißen Löchern vorhersagt. Da bisher nahezu alles, was in Einsteins Theorie mathematisch möglich ist, letztendlich in der realen Welt gefunden wurde, halten es einige Wissenschaftler für plausibel, dass wir in Zukunft auch noch die weißen Löcher finden werden. Doch was genau ist ein weißes Loch eigentlich? Was sagt uns Einsteins Theorie über sie und wie verhalten sie sich relativ zu den schwarzen Löchern? Kurz gesagt ist ein weißes Loch nichts anderes als ein zeitlich gespiegeltes schwarzes Loch. Um also zu verstehen, wie genau weiße Löcher funktionieren und wie man sie auf theoretischer Ebene entdeckt hat, ist es notwendig, zuerst genau zu verstehen, wie ein schwarzes Loch funktioniert. Als Einstein 1915 seine Gravitationsgleichungen veröffentlichte, war er sich sicher, dass diese Gleichungen so kompliziert seien, dass sie niemals irgendein Mensch lösen könnte. Doch erstaunlicherweise dauerte es nur ein halbes Jahr, bis der brillante Physiker Karl Schwarzschild die erste Lösung von Einsteins Gleichungen fand. Was Schwarzschild fand, sind Gleichungen, die beschreiben, wie die Raumzeit in der Umgebung einer kugelförmigen Masse gekrümmt wird. Er konnte damit also als erster die Krümmung der Raumzeit durch die Erde, die Sonne oder durch ein schwarzes Loch beschreiben. Das Erstaunliche an Schwarzschilds Lösung ist, dass die Stärke der Raumzeitkrümmung durch einen Parameter mit der Einheit einer Länge beschrieben wird, der sogenannte Schwarzschild-Radius. Dieser Radius legt fest, ab welcher Größe eine Masse zu einem schwarzen Loch kollabiert. Absolut jeder Masse kann ein solcher Schwarzschildradius zugeordnet werden. Also insbesondere auch Menschen, Fußbällen, der Erde oder der Sonne. Sobald ein Körper kleiner als dieser Radius komprimiert wird, verwandelt er sich in ein schwarzes Loch. In diesem Fall bildet die Kugelfläche um den Schwarzschildradius den sogenannten Ereignishorizont. Innerhalb dieses Horizonts wird die Raumzeitkrümmung so enorm, dass Überlichtgeschwindigkeit und somit eine unendliche Menge an Energie notwendig wäre, um der Gravitationsanziehung der Masse zu entfliehen. Kurz gesagt, sobald man den Ereignishorizont einmal überschritten hat, gibt es kein Entkommen mehr. Sterne und Planeten haben in ihrem Außenbereich prinzipiell genau dasselbe Gravitationsfeld wie schwarze Löcher. Doch liegt ihr Schwarzschildradius nicht außerhalb, sondern innerhalb ihrer räumlichen Ausdehnung. Somit ist es bei Sternen und Planeten unmöglich, dass sich ein Ereignishorizont ausbilden kann. Und es ist immer möglich, ihrer Gravitationsanziehung mit einer endlichen Menge an Energie zu entkommen. Der Schwarzschildradius der Erde beträgt ca. 9 mm. Der Erdradius dagegen mehr als 6000 Kilometer. Damit die Erde zu einem schwarzen Loch werden würde, müsste man sie also zu einer Kugel mit einem Radius von weniger als 9 mm komprimieren. Lange Zeit dachte man, dass man damit die Eigenschaften kugelförmiger Massen vollständig verstanden hätte, bis sich etwa 45 Jahre später zwei Mathematiker erneut mit der Geometrie der Gravitationsfelder beschäftigten. Was sie entdeckten, war absolut erstaunlich. Sie erkannten nämlich, dass sie zur Beschreibung des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs eigentlich eine quadratische Gleichung lösen müssen. Aus der Schule ist jedem von uns bekannt, dass diese immer zwei Lösungen besitzen, nämlich eine positive und eine negative. Während die positive Lösung die von Schwarzschild gefundenen schwarzen Löcher beschrieb, eröffnete sich durch die zweite negative Lösung eine völlig neue physikalische Möglichkeit. Was sie fanden, war der erste Hinweis auf die Existenz weißer Löcher. Objekte, die genauso unvorstellbar komprimiert sind wie schwarze Löcher, nur dass sie sich genau gegensätzlich zu diesen verhalten. Während man schwarze Löcher nur von außen nach innen überqueren kann und Überlichtgeschwindigkeit nötig wäre, um ihrem Ereignishorizont zu entkommen, ist es bei weißen Löchern genau umgekehrt. Auch bei ihnen sitzt eine unvorstellbar komprimierte Masse im Zentrum. Doch der Ereignishorizont weißer Löcher lässt sich nur von innen nach außen überqueren. Und sobald dies einmal passiert ist, gibt es keinen Weg zurück. Alles, was sich innerhalb des Ereignishorizonts des weißen Lochs befindet, wird unweigerlich von diesem ausgestoßen. Schwarze und weiße Löcher verhalten sich also prinzipiell gleich, nur dass die Zeitachse eines weißen Lochs relativ zu der eines schwarzen Lochs umgekehrt ist. Während schwarze Löcher nur Materie und Licht verschlucken können, können weiße Löcher nur Materie und Strahlung ausspeien. Doch die reine mathematische Möglichkeit ist noch kein zwingender Grund für die Existenz weißer Löcher.
Denn während wir heute sehr genau verstehen können, wie sich schwarze Löcher im Universum durch den Kollaps riesiger Sterne bilden konnten, ist es völlig rätselhaft, welcher Prozess zur Entstehung eines weißen Lochs führen könnte. Da weiße Löcher immer nur Materie ausspeien, ist es unmöglich, dass sie sich durch den Kollaps, also durch die gravitative Anziehung normaler Sternmaterie, formen konnten. Man geht also davon aus, dass wenn sie existieren oder jemals existiert haben, von Anfang an mit dem Urknall entstanden sein müssten. Aufgrund ihrer Eigenschaft, nur Materie zu emittieren, wären sie auch extrem instabil. Sie würden einfach so lange jede Materie und Strahlung aus ihrem Inneren ausspeien, bis sie schließlich explodieren und damit vollständig verschwinden würden. Sie wären also vielleicht nur für einen extrem kurzen Zeitraum überhaupt existent und beobachtbar. Ob die weißen Löcher wirklich existieren, jemals existiert haben oder nicht vielleicht der Urknall selbst aus einem weißen Loch entstanden ist, bleibt bis heute eines der schönsten Rätsel zukünftiger Generationen von Wissenschaftlern. Während Einstein diese genialen Einfälle hatte, trug er keine Socken. Warum mochte er das nicht? Unsere Gedanken sind nicht so frei, wie wir sie gerne hätten, sondern werden auch durch unseren Tastsinn beeinflusst. So zeigte zum Beispiel ein Experiment, dass die Härte der Sitzunterlage Einfluss darauf nimmt, wie wir verhandeln. Chefs, die auf einem weichen Sessel sitzen, geben ihren Angestellten eher eine Gehaltserhöhung. Auch unsere Kleidung wirkt sich nachweislich und deutlich auf unsere Gefühle und Entscheidungen aus. Wissenschaftler nennen das Clothed Cognition. So zeigen Experimente, dass Personen in Ärztekitteln anders denken und arbeiten, als wenn sie in Alltagskleidung stecken. Auch Einstein verband seine Sockenlosigkeit mit seiner unkonventionellen Haltung und Denkweise. Wie unser Kopf ständig von scheinbaren Nebensächlichkeiten beeinflusst wird, erfahrt ihr im Buch von Christian Ankovic, von dem ihr eine 15-minütige Zusammenfassung lesen oder anhören könnt. Möglich macht das Blinkist, eine App, die die Kernaussagen von tausenden Sachbüchern auf das Smartphone bringt. So auch das Wichtigste aus dem Buch, warum Einstein niemals Socken trug. Oder mal etwas Deutsches oder Englisches aus den vielen anderen Kategorien. Auf blinkist.de/physik erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium, das ihr 7 Tage gratis testen könnt.